Fernseher werden immer grösser und bieten eine immer höhere Auflösung. Mit zwei neuen Soundsystemen will Bose jetzt auch den passenden Klang liefern für ein perfektes Kinofeeling daheim. Im Test der Cinemate 15 und der Solo 15 von Bose. Die beiden Geräte werden mit einfacher Bedienung überzeugen. Sie sind Bose-typisch elegant designt und hochwertig hergestellt. Beide Geräte sind sehr einfach zu installieren und bieten einen guten Klang. Das Bose Solo 15 TV-Soundsystem wird einfach unter den Fernseher gestellt. Alles ist in einem Gerät, so ist es unauffällig und es wird kaum extra Platz beansprucht. Einfacher kann es nicht sein und der Sound ist kräftig, klar und präzise. Dialoge sind gut hörbar. Angeschlossen wird es mit nur einem Kabel. Für noch anspruchsvollere ist das Bose Cinemate 15 Home Cinema System. Das besteht aus einer Soundbar und einem Bassmodul. Der Subwoofer ist das zentrale Element und wird auf der Seite vom Fernsehmöbel platziert. Der Center ist klein, unauffällig und wird einfach vor dem Fernseher platziert. So ist der Sound noch kräftiger als beim Solo-System. Nochmal ein Gerät und nochmal eine Fernbedienung. Da hat sich Bose etwas Gutes einfallen lassen. Die mitgelieferte Universal-Fernbedienung ist programmierbar und so können auch die anderen Geräte wie beispielsweise ein Blu-ray-Player oder der Fernseher mit der gleichen Fernbedienung benutzt werden. Bose weiss, wie man kräftigen Sound kreiert und so kommt man beim Filmschauen daheim voll auf seine Kosten. Beide Geräte bereichern den Heimkino-Sound. Der Solo 15 kostet knapp 600 Franken, der Cinemate ein bisschen über 800 Franken.